Wir stehen vor der Tür des Digitüren im übertragenen Sinne und auch im direkten, weil wir nochmal vor die Tür der Landesvertretung Schleswig-Holstein gegangen sind und Oliver Janoschka mitgenommen haben, der das ganze Programm nicht nur heute, sondern die ganze Woche quasi übersieht und ein Stück weit auch verantwortet und konzeptioniert hat. Was steht heute im Mittelpunkt bei Digitüren? Na, wir haben heute einen Titel aufgegriffen, den wir Ende 2013 schon mal benutzt haben zu MOOCs, und zwar MOOCs and Beyond. Das heißt, wir wollen jetzt nochmal im Jahr 2015 gucken, was hat sich in den letzten 2 Jahren eigentlich in Deutschland getan? Was sind da für innovative Formate ausprobiert worden? Weil MOOCs können ja ganz unterschiedliche Sachen machen, beziehungsweise die Professoren können damit Unterschiedliches ausprobieren. Und wir haben heute hier also so einen Dreischritt. Das heißt, einmal werden Fellows, die vom Stifterverband auch gefördert worden sind, ihre Ergebnisse vorstellen, also als Erfahrungsbericht mit Studierenden an der Seite, die praktisch auch aus ihrer Sicht das nochmal kommentieren und einordnen. Dann haben wir als zweites die Institutionen im Fokus. Was sind da eigentlich für Strategien, mit diesem Format zu arbeiten? Was ist da für ein Mehrwert für Sie drin? Was haben Sie bereits jetzt in die Wege geleitet? Und das dritte ist dann eine politische Diskussion, wo wir im Grunde nochmal gucken wollen, ist das jetzt eigentlich relevant für die Hochschulen? Was sind dort entsprechende Impulse, die bereits gegeben wurden? Und ja, was ist da vielleicht auch in nächster Zeit noch zu erwarten? Hast du so persönlich eine Fragestellung oder einen Beitrag heute, wo du sagst, da freust du dich besonders drauf? Ja, ich kann das tatsächlich an dem Fellow von der Uni Kiel festmachen, Professor Korbis. Der hat mit seinem Changemaker MOOC eine ganz spannende Kombination gewählt. Und zwar hat der im Grunde genommen gesagt, ich habe hier eine Offline-Veranstaltung, die er schon seit einigen Jahren gemacht hat zum Thema Projektmanagement oder Social Change, und da immer so einen Ideenwettbewerb dran gekoppelt. Und das Besondere ist, dass er das jetzt nicht nur ins MOOC-Format übertragen hat, sondern dass er ein Partnernetzwerk von derzeit 15 Hochschulen in Deutschland sich zusammengetrommelt hat, die dann eben jeweils wieder regional mit Studierenden diesen MOOC begleiten, beziehungsweise dann auch in ihren Veranstaltungen entsprechend aufgreifen und dort dann eben auch lokale Ideenwettbewerbe hintergeschaltet sind, mit dem Ziel, dass die Studierenden eben auch an anderen Orten unterstützt werden, ihre Initiativen und ihre Startup-Ideen dann entsprechend erfolgreich umzusetzen. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Dann gehen wir mal rein. Jo.